Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich zeig das mal nochmal. Ich bin's, Ginyu. Sehr schön. In der letzten Folge haben wir die Ginyu-Saga abgeschlossen. Und wir können theoretisch jetzt weiter in der Story machen, machen wir aber nicht. Wir machen jetzt ein paar Parallelogramm-Quests und Quests, genau. Offline. So, ich habe mir mal hier so angeguckt, was man machen kann. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal das hier, weil das klingt nicht so schwer. Namek Dragon Ball. Hole 3 Dragon Balls zurück. Weil, ja. Ich hoffe, ich muss ja nicht alles besiegen, um weiterzukommen, sondern einfach neue Dragon Balls finden. Also, warte mal. Weil das erste, was wir hier noch nicht haben, ist Vegeta besiegen. Und das ist jetzt nicht so einfach, würde ich sagen. Ja, natürlich unser Hauptcharakter wieder. Mit wem suchen wir noch Namek Dragon Balls? Wen haben wir denn schon alles hier? Die haben wir alle. Okay. Mit wem suchen wir noch Dragon Balls? Machen wir wieder Krillin und Son Gohan. Was ist der Unterschied hier jetzt? Ja, das kaputt ist ja super. Die Hose ein bisschen kaputt. Super. So, Son Gohan. Ja, die Frisur, ja, genau. Das letzte Kostüm ist wahrscheinlich, wo der die Rüstung anhat, ne? So im Kampf gegen Freezer und so. Also nur gegen Freezer. Ja. Danach kommt irgendwann Teen Gohan, würde ich sagen. Nur 3 Dragon Balls zurück. Alle Team TP weg, Zeit abgelaufen. So, ach, cool. Okay. Übernimmt das ja, ne? So, wie tue ich nochmal meinen Scout-Harvard machen? Ah, hier. Hier drinne. Bist euch. So, einen Dragon Ball を転送しました。残りのドラゴンボールを集めてください。Hey, ist direkt einer. Wo denn? Verpiss du dich, Bar? Ist es ja nicht anders hier. Mach ich dich eben fertig. Ich will eigentlich nur in Ruhe hier einen Dragon Ball suchen, ne? Ich will gar nicht gegen euch kämpfen. Aber wenn ihr es unbedingt haben wollt, wenn ihr so erpicht darauf bist, gegen mich zu kämpfen, dann hier. So, der kommt wahrscheinlich jetzt direkt wieder, ne? Oh, da ist er ja. Wupp. Aha. So, der nächste. Der ist direkt wieder aufgetaucht, glaube ich, oder? Okay. Goldo ist kaputt. Sehr schön. Hey, wir haben eine Fähigkeit bekommen. Also vielleicht sollte ich die doch kaputt machen. So. Wo ist der denn hier? So, machen wir ein paar Leute hier noch kaputt. So. Weg mit dich. So. Da ist der nächste. Ich
Ich kann sogar damit kämpfen, gut. Egal. Doof, doof. Ah, durch den Baum. Und zack. Haben wir alles. Bams. Geschafft. Wahrscheinlich habe ich die Bonussachen hier nicht bekommen, aber egal. Idee. Kampfpose C, ja super. Dann habe ich bekommen. Ja gut. Dann nächste Parallelquest. Na Piccolo. Wann bringst du mir was Neues bei? Ja. Okay, anscheinend nicht. Immer kann ich irgendwo gegen. So, dann versuchen wir mal die Explosion oder explodieren und mischen. Irgendwie sowas. Wochenende. Hey, die Fähigkeit kann ich auch kaufen, glaube ich. Ich mache Altstab aus deinem Planeten. Alle Saiyajin und Pflanzenmänner sind Gegner. Was macht Vegeta in der Not? Da wird ja sehr, sehr schön. So. Wir nehmen natürlich Son Goku. Mit den Kaio-Klamotten, wenn es geht. Haha, cool. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Das hat der bei Namek gehabt, glaube ich. Und wir nehmen Piccolo. Wie sieht er irgendwie so in letzter Zeit der Saiyajin-Auswärtsungstrupp bei mir? So Gefühl, immer wenn ich gegen die Saiyajins kämpfe, nehme ich die beiden. Aber naja. Explosion und Mischen. So, solange ihr nicht alle auf einmal kommt, ist eigentlich nicht so schwer. Wie kann ich noch meinen Dings einsetzen? Mein Scouter. Hi, na? Du willst gegen Son Goku kämpfen. Kann ich noch mal ein Ding einsetzen? Oh, hallo. Okay, keine Ahnung. Und gefangen. Und dagegen gehauen. Und den hier. Ah, ich hab doch X zurück, Mann. Versuch mal hier so. Da irgendwo im Hintergrund sind ganz viele Pflanzenmänner, die kämpfen überhaupt nicht mit, habe ich das Gefühl. Bams. Wo ist das? Wie viel ich abfeuern kann, ne? Ja, Piccolo, schau mir zu. Böse Sprengung. Halt. Ma. Korrekt, doch mal. Die kämpfen gar nicht mit. Sehr gut. Ja, alle auf einen.
So ist das richtig. Meine Güte, halten die wenig aus jetzt. Buff. Ja, ich weiß. Ah, ich komme durch das Gebüsch nicht durch. Den Scouter an, ja. Ah. Okay. Okay, keine Ahnung. Habt ihr ihn erledigt? Die haben den erledigt einfach. Ja, mal zur Ödnis? Was? Wir sind doch in der Ödnis. Okay. Ach, die Ödnis. Ja, der könnte jetzt schwieriger werden, weil jetzt hier mehrere Gegner sind. Friss das! Sehr gut. Er sagt ja, weil ich den sein Spieler bin. Fass ihn nicht an! Ja, schon leicht erledigt, ja. Mal, jedes Mal, ne? Kann ich auch, hier. Er war ja wohl nichts. Servus, Son Goku. So. Dann guck ich mal hier. Scheint nichts zu sein. Doch, da ist was und da ist was. Warte mal hier. Materialobjekt. Dass ich dafür extra einen Scout-Timer anziehen muss, ist doch doof. Ja, man kann man doch wohl was sensen. Energie spüren. So, wo ist jetzt? Zeit läuft einfach gemütlich weiter. Berge! Ach, das sind die Berge, okay. Also wir waren gerade in Griechenland. Da sind mehrere Sachen, aber... Na, da ist noch was. Materialobjekt. So. Okay, warum macht er manchmal? Ich kann jetzt hier schon wieder nicht das Ding. Jetzt kann ich hier schon wieder nicht durch, oder was? Aha. Warum macht er das? Kapsellandeplatz, das ist bestimmt Raditz. Zack. Ein da. Oh, wie die einfach abblocken, ey. Ich krieg die Krise. Meiner. Son Goku, halt du ihn mal hinten fest. Während ich das hier mache. Und danach müssen wir noch gegen Affen Vegeta kämpfen, ne? Nehme ich an. Dum.
Nicht Falken Son Goku. Ist nur dein Bruder, den haben wir schon ein paar Mal kaputt gehauen. Das Rad jetzt von allen ja am meisten Probleme bringt, ne? Ma, er hat den jetzt gerade so stylisch weggehauen. Ich wollte den nicht treffen. Bams. Weg mit dich. Level 6. Hier scheint nichts zu sein, okay. Dann zurück. Falscher Knopf. Warum drücke ich mal X? In welchem Spiel muss man denn bitte schön X drücken, um irgendwas zu bestätigen? この俺様の大猿は半端な強さじゃないぞ。はい。どうだ。これで貴様はもう終わりだ。それ、ist ja nicht so stark da, hab ich das Gefühl. Leck mich. Level 12, ja. Ah! Er hat's gebracht. Ist ein Ausrufezeichen hinter ihm gewesen? Verdammt. Lass mich mal ganz kurz hier gucken. Materialobjekt. Wehe, das bringt's nicht. Aber ja, ah! So, wie mache ich das jetzt nochmal? So, ne? Ja, ich hab deinen Schwanz. Doof. Warum ist denn die Stimme so leise? Ich höre den fast gar nicht. Ich habe nur so ganz leise gehört, so, nein. Okay. Warum nur so wenig? Ja, Energiesplitter, Abwehrsplitter, Mischkapseln. Ja, super. Für so einen Dreck hier suche ich hier alles ab. Ach. Ich möchte mal Dragon Balls finden. So. Erstmal aufleveln. Key-Explosion zu Angriff, ja. So, habe ich genug KP, kann mehr kaputt schlagen und jetzt mit meinem Kamera mal mehr Schaden. Also nutzen Sie klug. Ich weiß nicht, wann ich bei dir was Neues lernen kann. Hoffentlich bald. So, was kommt denn jetzt noch? Saiyajin stolz, besiege Son Goku. Die ist bestimmt genau gleich wie vorhin, ne? Vorhin. Du bist schon. 20-fach Kaioken, Masenko. Ja. Also, Mama. Ja, muss ich wahrscheinlich wieder gegen 20 Soldaten oder so kämpfen. So, Saiyajin stolz, wen nehmen wir denn da? Ich muss gegen Son Goku, Krillin und Son Gohan kämpfen. Vegeta. Wie gesagt, er hat verdammt oft, ne? Und Genio. Weil warum denn nicht? Oh, 4-5 Minuten hoffentlich nur. Also, ob es jedes Mal so einfach wird, ne? Wie Vegeta es besiegt.
Ach, Vegeta ist auch dabei. Sag mir doch mal vorher. So, alle auf ihn. Da habe ich jetzt zweimal Vegeta wieder. Müssen wir auch schon mal sagen, wer damit kämpft. Mal, ich will mal sehen, ob das mehr abzieht. Mehr, mehr. Habt ihr auch die gleichen Rüstungen und so an? Ja, ne. Ja, die Angriffe werden natürlich bestimmt nicht stärker, ne? Durch Ki-Explosionsangriff. Der wird hab. Ach man! Ach man, ich treffe mit dem Angriff nie. Den nehme ich wieder raus. Boah, ist das Spiel am Lenken. Ja, ich helfe mir jetzt hier. Vielleicht muss ich auch mit Piccolo kämpfen. Also mit im Kampf so. Mit seine Fähigkeiten lerne. Wo ziehst du hin, Mann? Dahin. Das Kind. So. Fähigkeit erhalten. Gut. Jetzt kommt Son Goku. So, als ob du jetzt gegen uns alle hier bestehst. Ame, ame. Autsch. Das hat den Ohren weh. Letzter. Hi, na. Duff. Ja, finde ich auch. Nix da. Ha, me, ha, me, ha! Oh Mann. Ich will eine neue ultimative Fähigkeit haben. Oh Mann. Wieder immer Abwehr, ne? Jeder Gegner. Jeder Gegner kann das und setzt das gegen mich ein. Er kann es danach noch nicht sein. Ich glaube das irgendwie nicht. Ist noch viel zu einfach gerade. Ja, ich wusste es. Das war der mit seinen Kaioken, ja. Bekommt das ja. Ja, als Belohnung, deswegen. Es ist bestimmt viel stärker. Mein Gott, ey, jedes einzelne Mal. Ey, jedes Mal kannst du mal mit dem Scheiß aufhören? Alter! Weißt du was? Hier! Kann ich auch! So, jetzt komm mal her. Mein Gott, muss das immer sein, während ich in mein Ultimate bin. Oh, der geht mir auf den Nerven gerade. Weil das Ding macht noch nicht mal Schaden. Das ist einfach nur da, um uns zu nerven, habe ich das Gefühl. So, oh mein Gott, echt. Wir geht doch voll.
So, jetzt aber. Ich muss schon sagen, wenn du jetzt wieder deinen Dings einsetzt, ne? Boah. Hier geblieben. Diesmal schaffe ich dich. Warte, wenn du rauskommst, ne? Was? Ey, wie ich immer verliere wegen meinen Kollegen. Oh. Super Angriff, Masenko, geil. Ich bin der Piccolo Schüler, kann ich ja ausrüsten. Ey, wie ich immer durch meinen, habe ich jetzt Neuversuch gemacht, wollte ich gar nicht. Oh. Wie ich immer durch meinen Kollegen hier verrecke. Ich habe jetzt nicht mal gedacht, dass Vegeta ich frecken darf, aber natürlich freckt er dann. So, ich nehme, weiß ich nicht, Attribut boosten habe ich nicht, nein, nö. Fähigkeiten ändern, Super Angriff, Meteor Crash, der bringt's irgendwie nicht. Der ja ehrlich gesagt auch nicht. Mach mal hier Masenko, dich. Und Ohren Combo, mach mal Meteor Schlag. Ja, mal noch irgendwas anderes. Na gut, ich sagen, ich spende Part hier und ich scratch mich hier gegen neben Reginald ein bisschen. So, stretchen. Was ist das? Naja, egal. Ich beende Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.